einen schönen guten Morgen. Hi. Wir sind gelandet beim höchsten mobilen Hühnerstall Europas. Das ist der da hinten. Aber das war eigentlich jetzt nur zufällig. Sind da mir eigentlich ziemlich nah vom Missuriner See. Und bei uns geht es heute Richtung Bülele-Jochhütten. Und dann probieren wir was Neues aus. Jetzt ganz sagen können wir sehen, ob es funktioniert, weil es ist schneetechnisch noch einiges los in die Dolo. Schaut dort zwar noch nicht so aus, ich schwenke mal durch. Da sagen wir, wo ein Hühnerstall, hinten Monte Piana Piano. Da schaut es nicht so aus. Wenn wir jetzt wieder da hinten reinschauen, ein bisschen Missuriner See zurück, da strahlt es schon relativ weiß aus. Gut, wir probieren es jetzt auf jeden Fall mal aus. Schauen, wie es uns geht. Ja. Und ja, los geht's, sag ich so. Da wird jetzt noch ein Foto gemacht, weil schau, sieht man das, wie schön das ist. Was? Es ist eiskalt, aber dafür hat es mega klare Luft und das ist einfach nur ein Traum. Heute sind wir schon gekommen und ja, es ist ganz wenig los. Voll fein. Geht da hin? Gut, ja. Angst, dass irgendwas falsch da oben. Ganz ungewohnt, ja. Jetzt sieht man schon viel mehr. Wir sind schon relativ weit herum und so geile Stimmung gehabt. Endlich haben wir Sonne. Ein bisschen wärmer ist. Fein. Wir haben die 13er. Ja, sieht man es richtig gut. Wunderschön. Immer wieder Highlight. Weiter geht's für uns Richtung Bülele-Jochhütten, gell? Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Martin hat ja immer Alternativen auf Lager. Natürlich war die Tour mega geil, was er geplant hat. Ist schon richtig gespannt. Und die Stimmung und das Bein hat auch rum, das ist die klare Luft heute, das ist krank. So geil. Und ich sehe es keine Leute. Ladies and Gentlemen, schaut euch das einmal an. Ja, da lacht die Wicke. Wahnsinn einfach heute. Wunderschön. Da vorne ist die Aranzo-Hütten. Den Trail haben wir auch schon gemacht. Den haben wir auch gemacht, ja genau. Heißes Eisen, das auch ewig lang, gell? Ja. Richtig heftig. Reiz hin und schauen ins Du. Wie viel Schnee da noch ist. Wahnsinn! Fast gleich was wie ich. Oh. Nach dem Downhill gibt es wieder einen Uphill.
bleiben wir flach. Ja, genau. Nein, es ist gar nicht flach. Wow, es ist gerade so wunderschön da mit dem See. Wow. Wir haben gerade geredet, schau mal da unten das Helle da beim See. Das ist der zweite Wanderweg. Der geht aber nur zum Gehen, wenn es nicht so viel Wasser hat wie jetzt. Wahnsinn, oder? Wenn es so viel Schnee gehabt hat bei uns in den Alpen und nicht aufgeherrscht hat, am Frühjahr raus. Jetzt musst du dir feststellen, steht da sicher 2,5 Meter mehr Wasser da her. Das ist ja fast doppelt so viel Wasser in den See drin wie regulär, brutal. Heftig, ja. Aber wunderschön, extrem klar, ja. Ja. Fast zum Eichhupfen. Ja, es ist nicht so warm, aber es schaut ja vielleicht noch. Da drüben haben wir gerade noch einen Riegel gegessen und jetzt geht's weiter für uns. Weiter rum sehen wir schon. Und da war es jetzt richtig, richtig geil mit dem Banner. Da sind alle Stellungen herum, Gräben. Und da fahren sich man ein bisschen die Mauern. Richtig geil. Haben wir zu viel versprochen. Schau, sing das bitte einmal um. Wow! Das ist ein Pflaster. Heftig! Es ist jetzt mal wieder atemberaubend einfach, gell? Brutalisieren. Wow. Also wenn das nicht schön ist. Wow. Wir werden uns dann den Trail auch schlängeln und dann schauen wir, wo es hier geht. Ja. So, rauf geht's zum Gipfel und das ist kurz davor der Eindruck, was die Dolomiten einem da geben. Wunderschön. Es sind überall Kriegsrelikte, ein bisschen zum Aufpassen mit den Raufen. Man muss feststellen, da unten die Geilstachel, da ist es auch probiert worden, über die Flanken von Österreich, Ungarn, Italien anzugreifen. Unvorstellbar, was da oben sich angespielt hat. Wunderschön und gleichzeitig grausam. Grausam einfach. Das Panorama ist ohne Worte, glaube ich. Ja. Braucht es nicht mehr mehr. Mehr geht auch nicht mehr. Und ja, wir haben jetzt ungefähr noch 10 Minuten, Viertelstunde bis zum Gipfel. Das heißt, da oben und Taufe ist echt nicht mehr lang. Und dann gibt es euch aus und dann euch zu hitten. Ha. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Anfang vom Dominus auf den Ende. Uah. Dann muss ich nach außen. Wie schaut es bei dir aus? Gut. Ah. Oh. Wahnsinnig gut ausgeschlagen. Ja. Yeah, wir haben es geschafft. Yeah. Oben am Bacher Spitze. Und wir haben schon geausen. Sorry fürs Mitnehmen, aber wir haben ein paar Leute rumgequatscht. Ja, Südtirol war total nett. Jetzt haben wir gedacht, wir hätten irgendwas machen können noch vom Video. Wurscht,
Herum schaut es richtig gut aus. Nennt noch mal einen kleinen Vogel. Der läuft da mal dumm. Da läuft er. Der 14. Weiß das nicht, was wir ihm gegeben haben. Er ist echt heiß. Also er hat ihm schon relativ viel geraubt. Auf jeden Fall brutales Panorama. Und die Sache ist die, jetzt geht er da richtig massiv euch. Ja, also wirklich massiv alles. So. Seht ihr das? Red Kino. Also Big Cinema. Ja. Auf jeden Fall da hinten draußen, die hohen Tauern, da schaut auch der Venediger. Da davor ist der Monte Elmo, Monte Helm, die ganze Geschichte, mal Kinkerle, viel Gratner. Da die sechste Rotwand. Wow, Rock'n'Roll. Da 11 und 12er Kugel, wie auf der Uhr. Sigmondi hinten, du von letztes Jahr. Hülele Joch hinten. Da wirst du noch schnell was angeben. Ja. Ja, und da total markante drei Zinnen, nicht? Richtig großes Kino, da unsere Radl und hinter die Radl, ganz hinten drin, Hochebenkofel haben wir gemacht. Hohe Geißel sieht man euch, drei Zinnen hinten, Monte Piana Piano sieht man auch. Richtig fettes, fettes Kino, und da sind wir schon wieder zurück, ein bisschen weniger spitzelt nass, nochmal 360 Grad Blick. Richtig zum Empfehlen der Berg, richtig massiv, Wahnsinnsgeschichte, also Gänsehaut viel in die ganze Zeit. Mhm. Und ja, wir lassen uns jetzt kochen, haben einen langen Tag vor uns und das Schlimme ist, wir müssen da im Bach jetzt irgendwo waschen. Weil, so warm ist es gerade nicht. Ich habe schon gesagt, beim Bach vorher, was nicht ist, kann ja noch werden, oder wie heißt es? Bestimmt. Problem ist bei unserem Micro-Mini-Camper, wir haben zwar alles drin, was man so braucht, wir können so Wege fahren durch den Eurock, können durch Bäche durchfahren, aber mit der Dusche ist bei uns ein bisschen Freestyle, ja. Es ist nicht so warm, man hat nichts um. Genau, ich hab's nur gezogen, dass man es ist warm, ja. Aber jetzt lassen wir es kochen.
Es gibt so eine kleine Stärkung für uns. Was gibt's da? Kaffee auf der Hexen hinten. Ja, genau. Also da schaffen wir es echt nicht vorbei von. Genau, deswegen haben wir jetzt erst den Gipfel gemacht und dann geht der Trail durch die Hütte. Den genossen. Ja, genau. Der Trail geht direkt durch die Hütte. Dann sitzen wir da und haben einfach so ein geiles Bano. Wow. Ja. Das sehen zwar gar wenn dabei. Was das sehen? Ist es vielleicht meine? Scheiße. Danke. Dann hast du es da. Lass das schmecken.
Thank you.
heißt, wir haben jetzt nur einige Höhenmeter wieder zurück. Aber es geht gut. So, jetzt sieht man schon die Treuzinnen und Gleidernen See. Bald haben wir es geschafft. Puh. Ja. Oben sind wir. So, jetzt sieht man es schön. Martin macht noch ein paar Fotos. Das Licht ist noch voll gut. Wir haben es echt perfekt dazu. Schau mal, wie geil sich das spiegelt. Wow. Richtig. Ja, so schaut es aus. Wunderschön. Sehr geil. Ich Jetzt nicht von der Runde. Nein. Muss ich auch so. Jetzt nicht mehr. Nein. Ja, für uns geht es jetzt zum Auto. Dann suchen wir am Bach. Genau, wir sollen noch duschen. Das ist nicht mehr so warm. Und dann werden wir jetzt was kochen. Ja, oder? Zum Thema Dusche hat man auf Amazon eine voll die coole Dusche ausgesucht, was mit Zigaretten und Zünder geht. Weil man es bis jetzt einfach nicht bestellt. Super! Weil die konnten mir hinten mein Auto einhängen, das ist für den Wagen immer jetzt einfach. Ja, man sieht total viel Scheiße in letzter Zeit gekauft, was keiner braucht. Also von CDs angefangen, also wie nur irgend so, einfach alles so Krempel kennst du das, was eigentlich, das, ja, was eigentlich kaufen sollst, du hast nie und den anderen kaufst. Nein, ist auch nicht. Ja, okay, wurscht. Ich war jetzt keine große Sache. Das ist ja durchaus trotzdem. Ein Brauch am Bach. Ja.